Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung hier in der Kulturbühne Hinterhalt in Geretsried-Gelting. Die Kulturbühne Hinterhalt feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle gleich von mir. Ich freue mich, dass wir heute hier bei euch sein können. Ganz besonders begrüßen möchte ich Petra Pau, die heute aus ihren Büchern Gottlose Type und ihrem soeben erschienenen Buch Gott hab sie selig lesen wird. Schön, dass du bei uns bist, Petra. Ich freue mich auf den Abend. Petra Pau ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und seit 2017 bereits zum vierten Mal in diesem Amt bestätigt worden. Sie ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages, zunächst für die PDS, jetzt für die Partei Die Linke, und hat seither fünfmal ihren Wahlkreis direkt gewonnen. Ein erstes Studium beendete sie als Lehrerin für Deutsch- und Kunsterziehung, ein zweites als Diplom-Gesellschaftswissenschaftlerin. Noch ein Hinweis: Die heutige Veranstaltung wird live im Internet übertragen. An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön an Thorsten und Hendrik, die für Ton und Kamera zuständig sind und die dies möglich gemacht haben. Und einen großen Dank auch an Ingeborg und an alle anderen, die zum heutigen Abend beitragen und diesen heutigen Abend möglich machen. Nun wünsche ich Ihnen einen interessanten und unterhaltsamen Abend und übergebe das Wort an Petra. Und gleich zu Beginn würde mich interessieren, ich habe jetzt das selbst erlebt als Abgeordneter, hat man eigentlich nie genug Zeit? Wie ist es denn dazu gekommen, dass du noch Zeit gefunden hast, Bücher zu schreiben? Ja, erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung und auch die Gastfreundschaft hier und auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Es ist richtig, als Abgeordnete und auch in dem höchsten staatlichen Amt, das ein Mitglied meiner Partei begleitet, als Vizepräsidentin, hat man eigentlich keine Zeit. Und ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die irgendwie schon mit Anfang 20 ihre erste Autobiografie fertig haben müssen, um sich zu bestätigen. Es ist eher zufällig entstanden, dass mein erstes Buch Gottlose Type mit 53 Episoden zustande kam. 2014 schlug mich meine Fraktion vor für die Mitwirkung im Kuratorium der Stiftung Aufarbeitung. Und der Bundestag entsandte mich auch in dieses Kuratorium. Aufarbeitung sagt schon, es geht um Geschichte. Geschichte der DDR, Geschichte der Bundesrepublik alt, aber natürlich auch das Zusammenkommen von Ost und West seit dem 3. Oktober 1990, manchmal auch das Aufeinanderprallen von ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Was macht man, wenn man in eine solche Funktion gewählt wird? Man macht sich erstmal mit den Aufgaben vertraut, die anstehen. Also habe ich mich angemeldet bei der Geschäftsführerin der Stiftung Aufarbeitung, um über aktuelle Vorhaben zu reden. Und ich nahm meine jüngste Mitarbeiterin aus dem Bundestagsbüro mit. Sie ist Jahrgang 1994. Ich erinnere mich noch gut an das Gespräch. Ich unterhielt mich gut mit der Geschäftsführerin der Stiftung Aufarbeitung, merkte aber, dass die junge Frau, die mich begleitete, sich zunehmend fragte, worüber reden die beiden eigentlich? Und ganz am Schluss dieses Gespräches sahen wir uns Ergebnisse eines bundesweiten Plakatwettbewerbes an zum Thema Mauerfall und deutsche Einheit.
Das Lieblingsmotiv der Geschäftsführerin habe ich heute auch mitgebracht. Das ist ein bisschen klein, aber ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Nämlich ein halber Apfel, eine halbe Birne, notdürftig zusammengenäht mit der Bildunterschrift »Wir sind ein Volk«. Da war es dann doch mit der Beherrschung meiner jungen Mitarbeiterin vorbei und die sagte, ihr wollt mich doch veralbern. Was bitte hat dieses Obst mit der deutschen Einheit zu tun? Klar, Jahrgang 1994, sie konnte sich nicht vorstellen, dass der Apfel das Obst war, das Menschen wie mir, die im Osten geboren, aufgewachsen sind, zuverlässig von Januar bis Dezember das ganze Jahr zur Verfügung standen. Mit sogenannten Südfrüchten war das etwas anders. Da waren wir manchmal glücklich, wenn es Weihnachten klappte und die entsprechenden Frachter in Rostock, Warnemünde entsprechend anlandet. Ja, und dass es da mal irgendwann einen Bundeskanzler namens Helmut Kohl gegeben haben soll, das wusste sie schon. Dass der aber wegen seiner markanten Kopfform im Volksmund den Spitznamen Birne trug und Kabarettisten, Karikaturisten das auch immer wieder bearbeiteten, das war ihr natürlich nicht klar. Also konnte sie sich auch die Bildsprache auf diesem Plakat überhaupt nicht erklären. Soweit die Episode 2014. Wir haben dann im Büro darüber gesprochen und stellten fest, dass es viele Begebenheiten gab, die ich auch immer wieder mal in Veranstaltungen erzählte. Wie wurde dieses oder jenes Gesetzesvorhaben diskutiert? Wie kam diese oder jene Entscheidung zustande? Oder warum habe ich mich persönlich auch in bestimmten Situationen so oder so entschieden? Ich hatte das bloß nie aufgeschrieben. Im Herbst 2014 habe ich dann in Erinnerungen gekramt und tatsächlich Episoden aufgeschrieben und hatte relativ schnell so 2 Dutzend Geschichten beisammen. Und dann kam der Zufall. Ein guter Freund gab seinem guten Freund, dem Geschäftsführer des Eulenspiegel Verlages, diese Episoden zum Lesen und er meldete sich zum Jahresende, kurz vor Weihnachten 2014 bei mir und sagte, ich kann mir vorstellen, das Buch zur Leipziger Buchmesse im März rauszubringen unter 2 Bedingungen. Erstens, das vollständige Manuskript muss in der ersten Januarwoche vorliegen und zweitens, mindestens eine Geschichte muss im Jahr 2015 spielen, soll ja ein aktuelles Buch sein. Ja, beides hat geklappt. So kommt übrigens hier in der gottlosen Type eine Episode zum Sinn oder Unsinn von Neujahrsansprachen zustande und zur damals aktuellen Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Jahreswechsel 2014/15. Und seitdem bin ich Land auf Land ab, bis uns letztes Jahr Corona heimsuchte, mit diesem Buch und Lesungen im Land unterwegs gewesen, habe mit vielen Menschen auch Gespräche dazu geführt und habe einen Fehler nicht wiederholt, den ich bis 2014 gemacht habe, nämlich nichts aufzuschreiben, was mir auch seitdem widerfahren ist. Weil seit 2015 hat sich ja in unserem Land auch einiges entwickelt und verändert. Und letztes Jahr im Sommer, als wir alle so ein bisschen durchatmeten und überlegten, wie geht das jetzt hier eigentlich weiter, unter den Corona-Bedingungen, die Lesung, die ich eigentlich mit Andi Wagner schon für letztes Jahr vereinbart hatte, ausfallen musste, habe ich mal geguckt, was hast du denn inzwischen alles aufgeschrieben und stellte fest, dass schon wieder eine erkleckliche Anzahl an Episoden zusammengekommen. Übrigens hatte ich die gottlose Type das ganze letzte Jahr jede Woche eine Episode im Internet vorgelesen, lässt sich bei mir auf der Webseite abrufen. Ja, und da kam es zustande, dass der Quintus Verlag sich dafür interessierte und tatsächlich jetzt im Jahr 2021, eigentlich zur Buchmesse, die ist ja leider ausgefallen, in Leipzig das 2. Buch Gott hab sie selig herausgebracht hat. Soweit zum Entstehen von Büchern. Im Übrigen sollten der Eulenspiegel Verlag oder der Quintus Verlag irgendwann einen Gewinn überweisen. Den stecke ich mir nicht ein, weil du weißt es, wir bekommen genügend überwiesen an sogenannten Diäten, sondern das ist ein Versprechen die ganze Zeit gewesen und ich habe zum Teil auch vorab gespendet. Das bekommt alles die Ferieninitiative Marzahn-Hellersner dort in den Sommerferien, auch ganz egal, ob ihre Eltern sich mit ihnen einen Urlaub leisten können oder nicht, in jedem Fall Ferienerlebnisse haben. So viel jetzt die lange Vorrede.
Das ist erst meine zweite Lesung, wo ich auch Gott hab sie selig dabei habe. Das hängt mit den aktuellen Bedingungen zusammen. Ich würde auch mit der gottlosen Type beginnen, lese 3, 4 Episoden und dann haben Sie es auch ein bisschen, zumindest diejenigen, die hier im Raum sind, in der Hand, im Internet nicht so sehr, in welche Richtung es dann weitergeht. Das heißt, sollte Sie eine Frage ganz besonders drängen nach den ersten Episoden oder sonst irgendetwas, sagen Sie einfach Bescheid. Und entweder kann ich mit einer weiteren Episode antworten oder versuche mich so an einer Antwort. Ich, das werden Sie merken, habe den Bundestag seit 1998 aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erlebt. Aber vielleicht beginnen wir mal mit dem Anfang, wie bin ich überhaupt in den Deutschen Bundestag gewählt worden, weil dann kommen wir zu einer kleinen Korrektur, zur Anmoderation. Es stimmt, ich habe meinen Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 5-mal direkt gewonnen. Aber vorher habe ich schon mal einen Wahlkreis 1998 gewonnen. Das heißt, ich bin jetzt 6-mal direkt in den Bundestag eingezogen. Und diese Geschichte, wie ich dort hinein gewählt wurde, findet sich in der gottlosen Type unter der Überschrift Rotes Ampelmännchen. Hätte mir 1990 jemand gesagt, ich würde mal Mitglied des Bundestages, ja sogar Vizepräsidentin desselben werden, ich hätte ihn zum Arzt geschickt. Auch 1998 wollte ich nicht für den Bundestag kandidieren. Meine Parteivordenker hatten das auch nicht im Sinn. Sie suchten nach einem Promi, der den Wahlkreis Berlin-Mitte-Prenzlauer Berg verteidigen könnte. 1994 hatte ihn der parteilose Schriftsteller Stefan Heim für die PDS gewonnen. Nun kam man auf Elmar Schmeling. Der Ex-Admiral war eine Persönlichkeit der westdeutschen Friedensbewegung und erschien geeignet, insbesondere im Szenebezirk Prenzlauer Berg Zuspruch zu erheischen. Das Vorhaben hatte nur einen klitzekleinen Haken. Elmar Schmeling war als Zivilbürger Inhaber einiger kleiner Firmen, die warum auch immer inzwischen pleite waren. Ihm wurde Konkursverschleppung angelastet. Eine Straftat und mithin ein Megathema für nahezu alle Medien. Ihre Botschaft war, PDS wirbt mit Wirtschaftskriminellen. Unwählbar. Mit Elmar Schmeling war also der Wahlkreis nicht mehr zu verteidigen. War er überhaupt noch zu gewinnen? Und wenn vielleicht, mit wem? Alsbald lief alles auf mich zu. Pau statt Schmeling. Doch was halten die großen 4 der PDS-Spitze davon? Es gab eine Telefonkonferenz und eine Abstimmung. Ich war dabei. Sie ging knapp aus. 3-2 für mich. Dann ging es in den Wahlkampf. Ich musste mich sputen. Wolfgang Thierse, SPD, Günter Noke, CDU, Marianne Bürtler, Bündnis 90 Die Grünen und Martin Matz, FDP, hatten schon Wochen Vorsprung. Also war ich von früh bis spät unterwegs. Politisch konnte ich allerdings erklären, was immer ich wollte. In den Medien kam dies kaum vor. Meine Spitzenkonkurrenz war einfach präsenter. Wir griffen zum Äußersten und erklärten flugs das rote Ampelmännchen aus DDR-Zeiten zu meinem Begleiter. Allerdings eines, das nicht Halt gebietet, sondern sichtbar läuft, und zwar nach links. Ich erinnere mich noch gut an einige Schimpfanrufe und Mails, ob wir Kinder oder Senioren zur falschen Zeit auf den Fahrdamm locken wollten, anstatt sie vor den Rasern zu schützen. Jedenfalls luden wir zur Pressekonferenz und siehe da, nahezu alle relevanten Medien kamen, filmten und schrieben über mein Ampelmännchen. Fortan hatte ich immer ein paar Dutzend Abzeichen parat. Sie wurden gern genommen und nach 2-3 Wochen konnte man sie bereits an vielen Revers entdecken. Wer sie sah und Bescheid wusste, schmunzelte. Na klar, Petra Pau wählen. Kurz vor dem Finale
meldete sich noch einmal unser damaliger PDS-Wahlkampfleiter öffentlich zu Wort. Er schrieb den einstigen Heimwahlkreis kurzerhand ab, also mich. Es war das Jahr, in dem der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest auf allen Sendern lief. Gildo hat euch lieb. Umso überraschender gewann ich am 27. September 1998 mein erstes Direktmandat mit Ampelmännchen. Man soll kleine Rote eben nicht unterschätzen. Nun will ich Ihnen natürlich nicht die Titelgeschichte Gottlose Type vorenthalten, geht auch gar nicht, weil auch nicht nur in dieser Episode, sondern Sie werden es merken, noch in mehreren anderen, kommen bayerische Bürgerinnen und Bürger mit vor oder spielen eine Hauptrolle. Gottlose Type. Es war ein Freitag. Nein, kein 13., sondern der 19. Dezember 2003. Aber für allzu viele sollte es ein schwarzer Freitag werden. Der Deutsche Bundestag tagte das letzte Mal vor dem Jahreswechsel. Alles muss raus. Nach diesem Motto galt es, alles zu beschließen, was ab 1. Januar 2004 gelten sollte. Entsprechend prall gefüllt war die Tagesordnung. Parallel zum Bundestag beriet der Bundesrat, also die Länderkammer. Das war unumgänglich, denn viele Gesetze brauchen die Zustimmung beider Gremien. Noch in der Nacht, vom Donnerstag auf besagten Freitag, hatte der Vermittlungsausschuss versucht, Kompromisse zwischen Bundestag und Bundesrat zu finden. Mit Erfolg. Am frühen Morgen des 19. Dezember 2003, gegen 6 Uhr, erhielten wir rund 600 Seiten überarbeiteten Gesetzestext. 3 Stunden später wurde die Plenardebatte dazu eröffnet. Gesine Lötsch und ich beantragten, die Abstimmung zu verschieben, denn keiner der Abgeordneten des Bundestages konnte das Gesamtwerk gelesen haben, geschweige denn wissen, worum es im Detail ging. Notfalls solle der Bundestag am Montag darauf zu einer Sondersitzung zusammenkommen, schlugen wir vor. Ein Fluch schallte darob böse durch den Plenarsaal. Gottlose Type! Schließlich standen die Weihnacht und ein Fest der Besinnung vor der Tür. So etwas belaste man nicht mit weltlichem Firlefanz. Mag es dem Kollegen Peter Ramsauer, CSU, durch den Kopf geschossen sein. CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen folgten ihm und plädierten für Sofortabstimmung. So trat ein Gesetz eilends in Kraft, das alsbald Millionen Bürgerinnen und Bürger in Armut treiben und deutsche Sozialgerichte hoffnungslos überlasten sollte. Im Volksmund wird es Hartz IV genannt. Apropos Hartz IV. Berlins Ex-Senator Thilo Sarrazin, SPD, damals jedenfalls noch, rechnete später exzellent vor, dass man sich von 4,25 Euro vollständig, gesund und wertstoffreich ernähren könnte. Das mag für Arbeitslose reichen. Der Tagessatz für Polizeihunde lag zur selben Zeit von Amts wegen bei 6,80 Euro. Und damit jetzt niemand Angst bekommt, ich hatte mal in Nordrhein-Westfalen in einer Lesung einen Polizisten, der selbst seinen Diensthund zu Hause hatte. Natürlich will ich, dass der öffentlich bedienstete Diensthund genauso auskömmlich finanziert wird wie jeder Beschäftigte, so dass jeder von dem, was er bekommt, leben kann. Und wenn er aus welchen Gründen auch immer eben nicht mit der Arbeit oder was auch immer seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dass er ohne entwürdigende Prüfungen auch entsprechend unterstützt wird. Aber wir sind zwar seit dem Jahre 2003 ein bisschen weitergekommen. Damals wurden Gesine und ich ausgelacht, wenn wir über einen gesetzlichen Mindestlohn im Bundestag redeten.
Da gab es nur eine Gewerkschaft, die das überhaupt unterstützt hat, nämlich die Gewerkschaft Nahrung und Genuss und ein bisschen die IG Bau, weil sie ja aus ihrer Erfahrung mit Schlechtwettergeld wussten, was es heißt, wenn man einen Ausgleich für bestimmte Sachen braucht. Alle anderen haben nicht über einen Mindestlohn geredet, während heute keine Partei am Thema Mindestlohn vorbeikommt. Die Frage ist, wie muss er ausgestaltet sein, damit er armutsfest ist und auch im Alter für armutsfeste Renten sorgt. Insofern haben wir noch ein wenig zu tun, um auch diese Ungerechtigkeiten zu überwinden. Sie haben es jetzt schon bemerkt, ich habe den Bundestag aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt. 1998 eher überraschend in den Bundestag gewählt, in die PDS-Fraktion. Damals pendelte ich noch nach Bonn am Rhein, bis 1999 der Bundestag umzog. Auch dazu findet sich im Buch eine Episode, wie das damals so war. Ja, und 2002 waren dann Gesine Lötsch und ich am Wahlabend die Einzigen, die in den Bundestag einzogen, weil unsere Partei damals keine 5% bundesweit an Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte. Und wir haben 3 Jahre lang als fraktionslose Abgeordnete unsere Arbeit gemacht. Dazu würde ich Ihnen gerne jetzt auch noch einmal 2,5 Episoden anbieten. Kleinen Moment. Und damit auch das Rätsel auflösen, warum ich mir einen eigenen Tisch hier mitgebracht habe, obwohl ich natürlich Vertrauen hatte, dass hier Tische stehen. Aber da kommen wir gleich noch mal dazu. Die erste ist überschrieben mit bester Pressesprecher. Tue Gutes und rede darüber. Diese Weisheit gilt allemal für Abgeordnete. Wir können uns nach dem besten Wissen und Gewissen abstrampeln. Wenn niemand das erfährt, war alles für die Katz. Deshalb haben alle Fraktionen auch Pressestellen und Bereiche für Öffentlichkeitsarbeit. 2002 waren Gesine und ich Bar einer Fraktion und mithin auch ohne Experten für Tue Gutes und rede darüber. Ohnehin war das Medieninteresse dünn gesät und nahe null, wenn es um politische Positionen ging. Dabei hatten wir beide nebenbei einen Rekord aufgestellt. Jede von uns hatte im Plenum circa 150 Mal geredet, jeweils 3 Minuten lang. Mehr stand uns nicht zu. Interessant wurden wir immer nur, wenn der Bundestag unsere ohnehin kargen parlamentarischen Rechte über Gebühr noch weiter einschränkte. So hatten wir im Plenarsaal zwar 2 Stühle, ganz hinten, fast draußen, ein Tisch oder gar ein Telefon wurde uns nicht zugestanden. Das rief die Medien auf den Plan. Die Satiresendung Extra 3 reiste sogar mit einem eigens gefertigten Tisch an und sendete genüsslich dessen feierliche Übergabe an uns. Apropos Tisch. Zu meinem Geburtstag 2003 bekam ich mit schöner Hinterlist ein Spezialgeschenk. Einen Aktenkoffer, der sich aufgeklappt in einen Tisch verwandelte. Eines Tages nahm ich ihn in den Plenarsaal mit. Was für ein Fest! Kaum hatte ich ihn entfaltet, brach im Präsidium Hektik aus. Eifrig wurde in der Geschäftsordnung geblättert. Aber so ein Fall war darin weder vorgesehen noch geregelt. Die Saaldienerinnen und Diener, die guten Geister des Hohen Hauses, lächelten in sich hinein oder guckten verwirrt. Wie auch immer, die Ordnungshüter standen vor einer unauflösbaren Krux. Den Tisch hätten sie kassieren können, nicht aber den dazugehörigen Koffer, denn der enthielt meine persönlichen Akten als Abgeordnete und war mithin unangreifbar. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, aber Sie sollen ja neugierig sein und noch zu Ende lesen, wer eher unbeabsichtigt zu unserem besten Pressesprecher wurde. Aber für diejenigen, die hier im Saal sind, dieser Tisch mit Koffer, das ist besagter Tisch. Seit 2015 leistet er mir Land auf Land ab gute Dienste zu Lesungen, weil ich hier die Bücher transportieren kann, um sie vor Ort entsprechend zu verkaufen. Ich will Ihnen noch 2 Episoden unter der Überschrift Demo mit Jesus
aus dieser Zeit vorlesen. Mehr Öffentlichkeit ermöglichte mir die Sat.1-Gruppe mit einer Serie Die Volksvertreter, Politiker packen an. Die Idee war, Mitglieder des Bundestages werden bei für sie untypischen Tätigkeiten begleitet. 2-3 Tage lang. Mit dabei waren Rainer Eppelmann, CDU, Renate Schmidt, SPD, Wolfgang Kubicki, FDP und Rezo Schlauch, Bündnis 90 Die Grünen. Ich sagte flugs zu, weil ich uns in den Medien halten wollte. Mein Angebot, ich könnte für die Tafel oder ein Obdachlosenprojekt arbeiten. Absage. Dieser Part sei schon von der FDP besetzt. Das sah ich ein, denn untypischer ging's nimmer. Für mich hatte die Redaktion einen Einsatz als Tierpflegerin vorgesehen. Ich bat um eine klitzekleine Änderung und schlug den Tierpark im Berliner Osten vor. Dort bin ich Fördermitglied. Es blieb beim Zoo in Charlottenburg. Auf ging es bei Frost und Schnee. Ich duschte Elefanten, mistete Ställe aus, gab einem Eselchen Fläschchen und half, eine kränkelnde Python zu verarzten. Die Bilder mit der Python zeigen übrigens, wie untypisch gerade diese Begegnung für mich war. Aber der Filmmix lief und lief über die Sender, zu allen Tageszeiten. Immer wieder wurde ich darauf angesprochen. Einmal unverhofft auf dem Hamburger Hauptbahnhof. Sind Sie nicht die Schlange von heute Nacht? Das war natürlich übertrieben. Und nun die zweite. Im ZDF präsentierte Thomas Gottschalk Gründonnerstag 2005, also kurz vor Ostern, zur besten Sendezeit einen großen Bibeltest. Einschaltquote riesig. Verschiedene Gruppen wetteiferten mit und gegeneinander. Priesterschüler, Journalisten, TV-Stars und Politiker. Im Spiegel wurde die Sendung hernach verrissen. Einer der wenigen Höhepunkte sei aufgeflammt, als der berufssteife Jürgen Rüttgers, CDU, seiner linksgerichteten Kollegin Petra Pau das Recht auf christliche Gesinnung absprach. Ich hatte ihm übrigens geantwortet, Jesus wäre heute auf den Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV. Zugegeben, mehr Politik hatte die Gottschalk-Show wirklich nicht zu bieten. Und doch endete der Bibeltest mit einer unglaublichen Überraschung für die meisten. Ich gewann nämlich. Ausgerechnet eine Linke, obendrein aus dem gottlosen Osten. Ja, man kann ahnen, warum Jürgen Rüttgers sich auf das Spektakel eingelassen hat. Wie gesagt, ich habe natürlich auch Möglichkeiten gesucht und Gesine auch, überhaupt linke Politik in die Öffentlichkeit zu bringen und deutlich zu machen, da gibt es noch etwas im Parteienspektrum und hoffentlich auch bald wieder im Bundestag. Im Jahr 2005 waren im Mai in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen. Und Jürgen Rüttgers war der Spitzenkandidat der CDU zu diesen Landtagswahlen. Und wenn man da Ostern zur besten Sendezeit im Fernsehen ist, dann verspricht man sich davon schon das eine oder andere. Aber es war dann auch so, dass zum Teil auch Jürgen Rüttgers und seine CDU in Nordrhein-Westfalen seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass unsere fraktionslose Zeit ein Jahr früher als gedacht endete. Weil einige werden sich vielleicht erinnern, die SPD verlor nach Jahrzehnten in Nordrhein-Westfalen 2005 die Landtagswahlen und die CDU konnte die Regierung bilden. Das heißt, Jürgen Rüttgers wurde Ministerpräsident. Noch am Wahlabend trat der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder vor die Presse und meinte, er wünscht sich eine Volksabstimmung über seine Agenda 2010. Also die Hartz-Gesetze, Hartz I bis IV, die sogenannten Gesundheitsreformen und vieles mehr. Er hatte natürlich wieder verdrängt, dass er 2 Monate vorher mit seinem Vizekanzler Josef Fischer gerade wieder eine Initiative aus der Mitte des Parlaments
Zur Freischaltung von Volksabstimmungen im Bundestag oder im Grundgesetz verhindert hatte. Das ist aber eine andere Geschichte. In jedem Fall stellte er dann die Vertrauensfrage, die er absichtsvoll verlor. Und es kam zu vorgezogenen Neuwahlen. Ich kann mich an diesen Abend sehr gut erinnern. Ich stand nämlich gerade in Bordeaux auf einer Bühne und argumentierte gemeinsam mit unserem damaligen Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament, Francis Wirtz, gegen den Europäischen Verfassungsvertrag damals. Weil in Frankreich waren die Bürgerinnen und Bürger wie in vielen Ländern der Europäischen Union ja zur Volksabstimmung aufgerufen. Und nach meiner Rede rüttelte es dann in meiner Hosentasche das Telefon und ich sah, Gesine Lötsch hat mir eine SMS geschickt, Urlaub absagen, es gibt Neuwahlen, wir gehen in den Wahlkampf. Wie die Geschichte so ausging, wissen Sie vielleicht, es kam so, dass zwei Wochen später sich zwei Herren aus dem politischen Ruhestand in der Öffentlichkeit zurückmeldeten. Der eine, Gregor Gysi, der im Jahre 2002 als Bürgermeister und Senator in Berlin zurückgetreten war. Und der andere, Oskar Lafontaine, der 1999 aus der SPD ausgetreten war und seine Ämter alle niedergelegt hat und inzwischen mit der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit sympathisierte, die sich rund um die Auseinandersetzung um die Agenda 2010 gebildet hatte. Die zwei meldeten sich und erklärten, wenn es denn zu Neuwahlen kommt, wäre es ja falsch, wenn Parteien gegeneinander antreten, die übereinstimmende Programmpositionen haben und gegebenenfalls dafür sorgen, dass es links im Plenarsaal überhaupt keine Vertretung mehr gibt. Es ist kein Geheimnis, das ist nachlesbar, das Internet vergisst ja auch nichts. Ich war ein wenig skeptisch, was dieses Unterfangen betrifft. Ich habe auch viele interessante Debatten, nicht nur mit Oskar Lafontaine, sondern mit vielen unserer neuen Freundinnen und Freunde und inzwischen auch Genossinnen und Genossen. Aber wir traten dann gemeinsam ja zur Bundestagswahl an auf den Listen der Linkspartei PDS und es zog im Vorgriff auf die Gründung der Partei Die Linke, eine starke Fraktion Die Linke, in den Bundestag ein. Und ich gucke gerade, ob mir das gelingt, genau diese Episode zu finden. Da ich ja nun mal in Bayern unterwegs bin, würde ich gerne eine Episode lesen, die etwas tatsächlich auch mit dieser Parteigründung zu tun hat, aber auch mit dem Parteiwerden der Partei Die Linke hier im schönen Bundesland Bayern. Keine Angst, wir kommen nachher auch noch zu meinen Schwerpunkten der Arbeit. Bürgerrechte und Demokratie und gegen jeden Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Aber diese Episode möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie ist überschrieben mit Herr Bürgermeister. 2007 vereinigten sich die Linke.PDS und die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit WASG im Berliner Hotel Estrel zur Partei Die Linke. Nein, eine Liebesheirat war das wohl nicht, aber eine kurze Chance, bundesweit eine neue Partei links der SPD zu etablieren. Ein Jahr später war ich in Donau-Ries in Schwaben. Der Kreisvorsitzende der Linken dort hatte mich gebeten, zu seinen Genossinnen und Genossen zu sprechen. Vorab gab es ein Hin und Her mit Zu- und Absage, mit Quartierbuchen und Abmelden, das Übliche, wenn mein Kalender überquillt. Aber schließlich klappte es doch, zumal ich am Folgetag Gespräche in München hatte und mithin bereits auf halbem Weg dorthin war. Nun reise ich nie über Land, nur um auf meine eigene Partei zu treffen. Stets will ich wissen, was Beschlüsse des Bundestages im wahren Leben anrichten. Egal, ob ich ihnen zugestimmt hatte oder dagegen war. Ich spreche also vor Ort mit sozialen Initiativen, mit Bündnissen für Demokratie und Toleranz, mit Umweltaktivisten, mit Kommunalpolitikern, so auch in Donau-Ries. Obendrein hatte mich der CSU-Bürgermeister ins Rathaus gebeten, auf dass ich mich im goldenen Buch der Stadt verewige. Ich war dort bestimmt die erste Linke, die so geehrt wurde.
aber es war längst nicht mein erster Eintrag in Bayern. Dann kam der Abend. Kaum hatte ich den Saal betreten, in dem ich reden sollte, stürzte ein Mann auf mich zu. Sie hatten doch in meinem Hotel gebucht, dann wieder abgesagt. Nun sind Sie in einem anderen Hotel. Warum nicht bei mir? Ich erzählte ihm von dem Hin und Her und dass das nichts mit ihm zu tun habe, zumal wir uns ja gar nicht kennen. Und ich fragte ihn, ob er extra deswegen zur Linken gekommen sei, um sich bei mir zu beschweren. Seine Auflösung war launiger. In Bayern nahten damals Landtagswahlen. Und wie alle neuen Parteien musste auch die Linke Unterschriften sammeln, um überhaupt kandidieren zu können. Dabei habe ich als Demokrat geholfen, erzählte mir der Hotelbesitzer. Das wiederum brachte ihm eine öffentliche Schimpfkanonade des Bürgermeisters ein. Wie er denn dazu käme, sich ausgerechnet vor den Karren dieser roten Spinner spannen zu lassen. Es war derselbe CSU-Mann, der mir gerade im Rathaus sein Ehrenbuch kredenzt hatte. Ich fühlte mich arrogant und über Gebühr bestraft, sagte mir der Hotelmann. Bei so viel Schimpf und Schande hatte ich natürlich eine Untat gut, also bin ich kurzerhand in die Linke eingetreten. Ich schaue mal ins Publikum hier im Raum. Wie gesagt, wir dürfen ja nicht so viele hier sein. Aber sollte jemand eine Frage plagen, stellen Sie sie und ich schaue, ob ich mit einer Episode antworte. Ansonsten mache ich einfach weiter. Ich sehe im Moment erstmal nichts Drängendes. Dann würde ich, Andi, wenn du einverstanden bist, sehr gerne, mal weitermachen, nämlich mit der Episode, wie ich überhaupt Vizepräsidentin des Bundestages geworden bin, hat auch wieder was mit einem gewissen bayerischen Abgeordneten zu tun, aber wieder einem ganz anderen. Auch jedenfalls. Das klingt spannend. CSU-Premiere. Könntest du dir vorstellen, für die Linke als Vizepräsidentin des Bundestages zu kandidieren? Das fragte mich Lothar Bisky Anfang 2006. Er selbst war Ende 2005 viermal mit der Mehrheit des Bundestages nicht gewählt worden. Danach hatte die Fraktion Die Linke beschlossen, ihren Platz im Präsidium vorerst verweisen zu lassen, aus Protest. Aber das war natürlich ein Schwacher, den ohnehin niemand wahrnahm. Nun also ich. Ich erbat Bedenkzeit. Dann sagte ich zu, für einen einzigen Wahlgang, mehr nicht. Er ging gut aus. Am 7. April 2006 erhielt ich die Zustimmung der Mehrheit des Bundestages, also auch Zuspruch aus den Reihen der CDU-CSU, der SPD, der FDP und von Bündnis 90 Die Grünen. Obwohl zwei Tage zuvor noch drei Abgeordnete der Grünen versucht hatten, mir eine Stasi-Verstrickung anzudichten. Ihre vermeintlich sichere Quelle sei Hubertus Knabe, der Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen, meinten sie. Doch ihr gestreutes Gerücht gegen mich zerstob. Gleichwohl war ich erschüttert. Bei mir entschuldigt haben sich die drei Grünen übrigens bis heute nicht. Andere taten es, obwohl sie an der Intrige nicht beteiligt waren. Nach meiner Wahl zur Vizepräsidentin outete sich sogar ein CSU-Abgeordneter. Ich habe für Sie gestimmt, Frau Pau, und damit erstmals in meinem Leben für eine Kommunistin. Er war so stolz, ob seines Mutes, ich wollte ihn nicht enttäuschen. Also ließ ich die Kommunistin einfach stehen, obwohl ich mich als demokratische Sozialistin fühle. So hatten wir beide einen guten Tag. Im Buch finden Sie noch weitere Episoden auch zu meiner Arbeit als Vizepräsidentin. Zum Beispiel, wie ich beinahe mal engagiert wurde zur Beraterin zur Vereinigung von Nord- und Südkorea.
Oder aber zu meiner ersten Sitzungsleitung und einem Hammelsprung. Die will ich jetzt hier nicht alle vorlesen. Sie sollen ja neugierig bleiben und entweder das Buch lesen oder, wenn Sie es bequemer haben wollen, ich habe ja seit März letzten Jahres, bis es ausgelesen war, im April diesen Jahres, jeden Donnerstag eine Episode aus der gottlosen Type in meinem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal vorgelesen. Das Internet vergisst nichts, das heißt, Sie können sich da auch Ihre eigene Lesung zusammenstellen mit den Episoden, die ich Ihnen jetzt nicht vorgelesen habe. Ich würde gern noch eine Geschichte aus diesem Buch vorlesen, die auch Antwort gibt auf die Frage, die wahrscheinlich auch dir, Andi Magne, immer wieder mal Besucherinnen und Besucher, als sie uns noch besuchen konnten, im Bundestag stellen. Nämlich, gibt es denn also sowas wie Freundschaften unter Politikerinnen und Politikern und auch im Bundestag? Und außerdem gibt es gleich noch eine Antwort auf die Frage, die mir auch oft gestellt wird. Frau Pau, was ist eigentlich mit Ihrer Stimme? Und was ist da im Jahr 2010 eigentlich passiert? Die Episode ist überschrieben mit ein wahrer Demokrat. Und hier kommen schon wieder zwei Bayern vor. Zuweilen geht es im Bundestag harsch zu. Allemal in Debatten, wenn vermeintlich alle Welt zuguckt. Da werden dem politischen Widerpart böse Vokabeln und schlimme Vergleiche an den Kopf geschleudert, dass es nur so kracht. Das hebt das Selbstwertgefühl, das freut die Medien und das widert mich an. Ich habe aber auch anderes erlebt. Als ich 1998 überraschend in den Bundestag gewählt wurde, entschied ich mich für den Innenausschuss. Bürgerrechte und Demokratie waren meine Themen. Sie sind es noch heute. Wir fochten damals manchen Strauß aus, zumal nach dem 11. September 2001, nach den Terroranschlägen in den USA. Überraschend fand ich dabei einen Partner und er empfand mich wohl ebenso, der FDP-Abgeordnete Max Stadler aus Bayern. 2002, fraktionslos, sollte ich auch im Innenausschuss irgendwo am Katzentisch platziert werden. Max Stadler war vehement dagegen. Er setzte durch, dass ich einen Platz bekam, gleichberechtigt mit allen anderen Abgeordneten. Mehr noch, fraktionslos hatte ich kein eigenes Antragsrecht mehr. Petra, wenn du ein dringendes innenpolitisches Anliegen hast, dann sag es mir. Ich übernehme es ausnahmsweise als FDP-Antrag. So habe ich Max Stadler erlebt, als Demokrat durch und durch. Er starb leider 2013. 2010 versagte plötzlich meine Stimme. Ein Freund merkte sarkastisch an, Politiker dürfen kopflos sein, auch hirnlos, aber niemals sprachlos. Ich war sprachlos. Monatelang konnte ich nicht einmal eine Plenardebatte im Bundestag leiten. CDU-Abgeordnete steckten mir Hustenbonbons zu. Grüne empfahlen mir gute Ärzte. SPD-Kolleginnen spendeten Trost. Es war eine Odyssee. Ich hatte das Ende meines Engagements im Bundestag vor Augen. 2012 konnte ich erstmals wieder präsidieren. Hörbar. Mal besser, mal schlechter. Wenn schlechter, dann löste mich plötzlich Ede Oswald ab, ebenfalls Vizepräsident des Bundestages. Er hatte die laufende Plenarsitzung in seinem Büro per Bundestags-TV verfolgt. Petra, quäle dich nicht. Ich übernehme jetzt. Schone dich, du wirst noch gebraucht, mahnte der CSU. Politiker. Ich komme gleich mal der Frage zuvor, wie es denn jetzt im Bundestag so ist. Also auch jetzt gibt es im Bundestag Freundschaften unter Demokratinnen und Demokraten.
Und hier im Buch finden Sie übrigens auch Episoden zu meiner Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich da beispielsweise mit Clemens Binninger, dem Vorsitzenden des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses, damals Abgeordneter der CDU aus Baden-Württemberg, sehr gut zusammengearbeitet habe, bei allen Unterschieden, die wir dort haben. Ich komme aber nachher, wenn ich aus dem neueren Buch Gott hab sie selig lese, noch darauf zurück, was ich seit 2017 und seit dem Einzug einer weiteren Fraktion in den Bundestag verändert hat. Das stellt die Mitglieder der demokratischen Fraktionen noch mal vor ganz andere Fragen, die wir mal mehr und mal weniger gut gemeinsam meistern. Ich würde im Moment eine letzte Episode aus der gottlosen Type lesen, die überleitet genau zu dem Thema, was ich eben schon angedeutet habe. Wie gesagt, es gibt auch Episoden zum NSU-Untersuchungsausschuss. Ich würde aber gerne noch weiter mit Ihnen zurückgehen in meine Geschichte, in das Jahr 1997, also ein Jahr bevor ich das erste Mal in den Bundestag gewählt wurde, zu einem Ereignis, welches mich nicht nur bis heute prägt, sondern was mich auch tatsächlich anspornt, weiterzumachen zu meinen Schwerpunkten und was mich auch dazu bringt, mich zum Beispiel über ein heutiges Gerichtsurteil im Prozess zum Überfall auf eine Ballenstädter Veranstaltung in Sachsen-Anhalt mich darüber zu ärgern. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Falschzeugnis ist diese Episode überschrieben. Die Geschäftsstelle der PDS in Marzahn wurde gerade von Polizisten gestürmt. Diese Botschaft alarmierte mich am Morgen des 19. Februar 1997. Damals war ich Landesvorsitzende der Berliner PDS. Mehr war telefonisch nicht zu erfahren. Also fuhren wir nach Alt-Marzahn. Hausnummer 64 war umstellt und abgeriegelt. Neben der örtlichen PDS hatte dort Gregor Gysi sein Wahlkreisbüro. Außerdem bot der kleine Buchladen Literatur an. Wie sich alsbald herausstellte, war der Neonazi Kai Diesner eingedrungen und hatte auf den Erstbesten geschossen, der ihm vor seine Pumpgun kam. Es war der Buchhändler Klaus Baltruschat. Aus Hass gegen die Linke sagte Diesner später vor Gericht in Lübeck. Dort wurde verhandelt, weil er Tage nach dem Marzahner Attentat in Schleswig-Holstein einen Polizisten erschossen hatte. Doch der Mord auf einem Autobahnparkplatz und der versuchte Mord in Berlin-Marzahn hatten eine unmittelbare Vorgeschichte. Am 15. Februar 1997 wollten die jungen Nationaldemokraten, JN, der Nachwuchs der rechtsextremen NPD, in Marzahn-Hellersdorf aufmarschieren. Alle Parteien des Bezirksparlaments, Kirchen, Gewerkschaften und andere Initiativen demonstrierten gemeinsam dagegen. Massenhaft, friedlich und erfolgreich. Der Nazi-Aufmarsch fand nicht statt. Noch in der Nacht danach erstattete der damalige Landesvorsitzende der NPD Strafanzeige gegen Gregor Gysi und Petra Pau wegen Aufruf zum Mord. Gregor Gysi war übrigens bei der antifaschistischen Demo in Marzahn-Hellersdorf überhaupt nicht dabei. Und der Vorwurf gegen mich war einfach absurd. Nicht für die Berliner Abendschau. Die Nachrichtensendung vom Sender Freies Berlin, später Radio Berlin-Brandenburg. Die hatte abends den Innensenator Jörg Schönbohm, CDU, als Kronzeugen im Interview. Der verkündete, die Linke hat eine Menschenhatz auf junge Demokraten veranstaltet. So wurde ein breites antifaschistisches Bündnis zu einer gewalttätigen Linken umgedeutet und eine friedliche Demonstration zur Menschenhatz. Obendrein adelte Schönbohm militante Nazis als junge Demokraten. Das alles wurde unwidersprochen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen verbreitet. Warum kommt mir diese schlimme Geschichte immer wieder in den Sinn?
natürlich im Zusammenhang mit dem totalen Staatsversagen rund um die NSU-Nazi-Mordserie. Denn erwiesen ist leider auch, bei alledem fügten auch die Medien ihren Teil dem Desaster bei. Zu staatsnah, zu opferfern. Das fatale Wort Dönermorde für eine deutschnationale Verbrechensserie ging auf ihr Konto. Und bei aktuellen Debatten für oder gegen eine Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten, also über Menschen in höchster Not, tun sich manche schwer mit Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aller Menschen, nicht nur der Deutschen. Ja, Kai Diesner wurde damals als Einzeltäter verurteilt. Wenn Sie dazu was nachlesen wollen, auf meiner Webseite unter Lesbares gibt es eine Broschüre, die ich damals nach dem Prozess gemeinsam mit Lothar Bisky veröffentlicht habe, wo ich genau diese Einzeltäter-These, die uns auch heute immer wieder begegnet, ganz egal, ob es um den Mord am Regierungspräsidenten Lübcke geht oder ob es um das NSU-Kerntrio geht oder andere Ereignisse, Hanau oder so, die uns immer wieder begegnet. Nein, das sind Menschen, die in Netzwerken gut aufgehoben sind, sich aufgehoben fühlen, sich in Netzwerken inzwischen nicht mehr nur national, sondern international und zunehmend auch virtuell bewegen, dort radikalisieren und damit auch entsprechend umgehen. Und damit würde ich jetzt auch überleiten zu Gott hab sie selig, bleibe aber erstmal noch in einem sehr ernsten Teil. Keine Angst, auch in Gott hab sie selig gibt es dann auch heitere Geschichten. Aber Moment. Wie Sie sehen, ich habe hier noch nicht so oft gelesen. Ich habe das noch nicht so richtig durchnummeriert, wie die Episoden, die ich gerade im Kopf hatte. Genau. Ja, hier haben wir es doch mit den Einzeltätern, sehen Sie. Ich hätte den Werbeblock für die Broschüre hier gar nicht einfügen müssen, sondern habe hier im Buch genau nochmal die Episode Einzeltäter. Die Einzeltäter hieß eine Broschüre, die ich 1997 herausgab. Dabei ging es um einen militanten Anschlag eines Nazis auf die PDS-Geschäftsstelle in Berlin-Marzahn, also dort, wo auch Gregor Gysi damals sein Büro als Bundestagsabgeordneter hatte. Wenig später erschoss derselbe Täter auf der Flucht in Schleswig-Holstein einen Polizisten. Das zuständige Gericht in Lübeck verurteilte ihn wegen Mordes zu langjähriger Haft. Dass es sich um politische Attentate gehandelt haben könnte, interessierte das Gericht erst wenig. Ob er in ein rechtsextremes Netz eingebunden war, gar nicht. Der Nazi war ein Einzeltäter, punktum. 2012 bis 2017 war ich zweimal in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestages aktiv. Es ging jeweils um die 10-jährige Mord- und Anschlagsserie des Nazi-Trios Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, und das totale Staatsversagen. Schon im Abschlussbericht des ersten NSU-Untersuchungsausschusses hieß es fraktionsübergreifend, staatliche Behörden haben ein strukturelles Rassismusproblem. Die andere Frage, nämlich ob das NSU-Trio von rechtsextremen Netzwerken gestützt wurde, hatte indes weder den Generalbundesanwalt noch das letztlich entscheidende Oberlandesgericht Bayern bewegt. Das NSU-Trio war wiederum von Rechts wegen Einzeltäter. Punkt. 2019/20 kam es erneut schlimm, tödlich. In Halle an der Saale versuchte ein Nazi, eine Synagoge zu stürmen und die dort betenden Jüdinnen und Juden zu vernichten. Im hessischen Hanau erschoss ein Rechtsextremist 10 Personen. Und aus rassistischen Motiven
wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, CDU, ermordet. Im Sommer 2020 erhielten zudem Dutzende Politiker, Journalisten und Künstler, vorwiegend Frauen, Mordbotschaften, unterschrieben mit NSU 2.0. Etliche dieser Drohmails enthielten obendrein personenbezogene Daten, die nur von Polizeicomputern stammen konnten, hieß es in den Medien. Zur selben Zeit konnte man, selten, aber doch hier und da, mit schwarzem Hintergrund sehen, zumeist zerfetzt. Einzeltäter hieß die Überschrift. Auf ihnen waren über 200 Namen aufgelistet, dokumentiert von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Erinnert wurde damit an all jene Menschen, die seit 1990 im vereinten Deutschland aus rechtsextremen Motiven ermordet wurden. Von Einzeltätern in einer ansonsten heilen Welt? Beides mitnichten. Und damit komme ich zu einer linken Preisfrage, die sich nicht erst seit dem Einzug von Fraktionen, in denen Faschisten wie Rechtspopulisten ihren Platz haben, in die Parlamente stellt. Linke Preisfrage. Stimmungen inmitten der Gesellschaft kippen nach rechts. Ausländer raus geistert durch viele Köpfe. Antisemitismus ist wieder hoffähig. Gewalt gegen Andersdenkende, Anderslebende und Andersliebende gehört zum Alltag. Das alles komme nicht überraschend. Das alles sei vorhersehbar gewesen, meinte der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Professor Wilhelm Heidmeier 2017 in einem Interview. Ich war dabei, als er und sein Wissenschaftlerteam am 11. November 2011 in Berlin die Ergebnisse ihrer Langzeitstudie über deutsche Zustände vorstellten. Also lange bevor zahlreiche Flüchtlinge und Asylbewerber zu uns kamen. Die Heidmeier-Forschungen liefen über 10 Jahre. Das Fazit in aller Kürze. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nimmt zu, ebenso die Akzeptanz von Gewalt als Politikersatz. Als Ursachen für diese fatalen Entwicklungen nennt die Studie, das Soziale wird ökonomisiert, die Demokratie wird entleert. Auf Politikdeutsch nennt man das neoliberal. Dem Markt wird freier Lauf gelassen, den Banken und Monopolen wird gegeben, der Gesellschaft und dem Einzelnen wird genommen. Das ist seit über 25 Jahren die dominierende Politik, die sich dadurch obendrein selbst entmündigt. Wenn Heidmeier und sein Team recht haben, und ich finde, sie haben recht, dann ist die neoliberale Politik das tiefer liegende Übel. Ergo müssen Linke gegen alle agieren, die neoliberal unterwegs sind. Parteipolitisch hieße das, die Linke gegen CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 90 Die Grünen und gegen die AfD. Also wir gegen alle. Soweit, so scheinbar klar. Aber da gibt es auch eine historische Lehre aus der Zeit vor und nach 1933. Sie besagt, die Nazis kamen nicht an die Macht, weil die NSDAP so stark war, sondern weil die Demokraten zu zerstritten waren. Das wiederum würde bedeuten, breiteste Bündnisse anzustreben. Linke mit SPD, Bündnisgrünen, CDU, FDP, selbst CSU, also ausgenommen die AfD, wir mit allen. Beide Strategien passen irgendwie nicht zusammen. Oder doch? Und wenn doch, dann wie? Ich gebe Ihnen das gern als Preisfrage mit und käme damit, wie angekündigt, zum Alltag seit 2017, nicht nur in den Parlamenten, sondern auch in unserer Gesellschaft, das aber durchaus auch als
kleiner Anstoß, es ist ja kein Geheimnis, dass am 26. September in diesem Jahr Bundestagswahlen stattfinden. Und ich sehe es als meine Aufgabe, für die Demokratie zu werben und dafür zu werben, dass wir die Demokratie stärken und dass man zur Wahl geht und dass man demokratische Parteien wählt. Und deshalb möchte ich Ihnen eine Episode, die ich 2018 aufgeschrieben habe, hier nicht vorenthalten, die sehr deutlich beschreibt, was die Mandatsträger dieser Partei mit den Mandaten im Bundestag, in den Landtagen, aber da auch in den anderen Parlamenten, in denen sie sind, tatsächlich tun. Erich Kästner. Am 10. Mai 1933 ließen die Nazis in 22 deutschen Hochschulstädten Bücher ihnen nicht genehmer Autoren verbrennen. Zu ihnen gehören unter anderem Karl Marx, Sigmund Freud, Kurt Tucholsky, Karl von Ossietzky, auch Heinrich Heine. Der hatte schon zu seinen Lebzeiten gewarnt. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Und so kam es ja auch. Alljährlich erinnern wir auf dem Berliner Bebelplatz, wie der Platz seit langem heißt, mit einem Lesen gegen das Vergessen an diese Schande. 2018 las ich Passagen von Erich Kästner. Auch seine Bücher landeten 1933 in den Hassflammen. Später, 1956, hatte er rückblickend gemahnt. Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Wie kam Kästner ausgerechnet auf 1928? Und was bedeutet das heute? Ich biete Ihnen einige Zitate an und dann fragen Sie sich selbst. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. AfD-Gauland am Abend der Bundestagswahl, 24. September 2017. Ich will, dass Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit hat, ich will, dass Deutschland auch eine tausendjährige Zukunft hat. AfD-Höcke in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 16. Oktober 2013. Wenn man Krieg haben will in diesem Bundestag, dann kann man auch Krieg haben. AfD-Gauland im Bundestag, 22. Januar 2018. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. AfD Höcke in Dresden, 17. Januar 2017. Wir haben das Recht, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. AfD Gauland beim Kiffhäusertreffen des rechtsextremen AfD-Flügels. Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. AfD Höcke, Wall Street Journal, 18. Januar 2017. Und schließlich nun noch dieses Zitat. Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Uns ist jedes gesetzliche Mittel recht, den Zustand von heute zu revolutionieren. Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde, wie der Wolf in die Schafherde einbricht. So kommen wir. Nein, das waren weder Gauland noch Höcke, wie man an den sprachlichen Bezügen auf den Reichstag und die Weimarer Gesinnung erkennen kann. Das war
Josef Goebbels, zu dieser Zeit 1928 NSDAP-Gauleiter von Berlin und Reichstagsabgeordneter der NSDAP. Diese Episode habe ich aufgeschrieben nach dem Lesen gegen das Vergessen im Mai 2018. Wenige Wochen später, auf dem Kiffhäusertreffen des rechtsextremen und man kann auch sagen faschistischen Flügels, in Anwesenheit von Herrn Gauland, gab Herr Höcke noch einmal das Ziel für die parlamentarische, mir kommt das Wort kaum über die Lippen, Arbeit der AfD-Fraktionen aus, also ihres Tuns in den Parlamenten, aber auch die Ziele für die Landtagswahlen, die damals 2019 in den ostdeutschen Bundesländern antraten. Und er adaptierte genau dieses Wolfszitat: Warum gehen wir in die Parlamente hinein? Und seit dem Sommer 2018 hören wir das auch in jeder Bundestagswoche in den Plenardebatten, dieses Wolfsbild, und erleben den Angriff auf die Institutionen der Demokratie und den Versuch der Aushöhlung und Beseitigung der Demokratie. Und deshalb kann und will ich das auch niemandem vorenthalten, weder auf den Lesereisen, die jetzt wieder möglich sind, noch in der aktuellen, auch tagespolitischen Auseinandersetzung. Und ich kann auch nur sagen, versuchen Sie es auch weiter zu erzählen. Wir berichten natürlich auch aus unseren Erfahrungen. Nun könnte es sein, dass manch einer meint, wir werden jetzt pessimistisch und oder verfallen in Depressionen. So ist es nicht. Deshalb würde ich jetzt auch überleiten. Erst einmal zu einer Episode aus Gott hab sie selig, die überschrieben ist mit Linkes Grundgesetz, die erklärt dann auch, warum ich hier noch jemanden mitgebracht habe zur Lesung, nämlich Karl Marx. Hier, und dann kommen wir tatsächlich auch zu den Titelgeschichten und manchen Geschichten, die etwas entspannter sind. Ich sehe, wir sind immer noch gut in der Zeit. Bleibe dabei, wenn Sie irgendwas ganz doll drängt, machen Sie sich bemerkbar, dann baue ich auch Ihre Fragen oder Meinungsäußerungen ein. Es wird auch die Chance geben, noch was zu sagen. Wollen Sie gleich? Ja, ich wollte kurz nur anmerken, dass es mich sehr gefreut hat, dass man auch untereinander wirklich auch freundschaftlich oder freundlich miteinander umgehen kann. Ich kenne auch das Buch von Roger Willemsen, den ich auch sehr schätze, der natürlich aus einer bestimmten Sicht das Ganze mal beobachtet und beschrieben hat. Das hat mich damals sehr erschüttert. Man hätte über manches lachen können, aber das ist nicht lustig. Deswegen habe ich mich gefreut, dass auch so normale Sachen und auch sogar freundschaftliche Sachen da möglich waren. Jetzt, ich stelle mir immer die Frage, und jetzt wieder auf dieses Letzte, kann man mit den Menschen, also von der AfD zum Beispiel, auch sprechen? Also ich meine jetzt nicht wirklich vor dem Mikrofon. Kann man mit denen in Austausch gehen oder gibt es da welche, wo man Zugang finden könnte? Also meine Erfahrung ist, dass erstens öffentlich überhaupt kein Diskurs möglich ist, sondern ist alles auf Angriff und Verächtlichmachung oder Verachtung getrimmt. Ja, Andi Wagner kann mich da ergänzen. Ich erlebe den einen oder die andere, die versucht in den Fachausschüssen, ist übrigens außerhalb der Öffentlichkeit und nur außerhalb der Öffentlichkeit, auch wenn es dann eine fachpolitische Position einzubringen gibt, dass die auch eingebracht wird, dass das dann auch mal ohne Häme und ohne persönliche Angriffe auf andere abgeht, wie gesagt, weil das einfach nicht weiter öffentlich stattfindet. Aber Austausch in dem Sinne habe ich persönlich also seit 2017 nicht erlebt. Ich weiß nicht, Andi, wie... Also im Plenum erlebe ich das Verhalten natürlich von allen Abgeordneten, dass man zur Tribüne redet und die AfD nutzt diese Bühne für ihre Zwecke und wie sie auftritt, erlebe ich eher als feindselig. Also die politische Debatte lebt ja auch vom politischen Streit und das ist, gehört zum Parlamentarismus, gehört es dazu, aber immer mit einem sei es mal gewissen Wohlwollen und ohne persönlich zu werden. Und das erlebe ich bei den Beiträgen von Abgeordneten der AfD kaum, sondern da merkt man sehr häufig diese Feindseligkeit, nicht nur bei den Reden, sondern auch
bei Zwischenrufen, bei der Körpersprache, wie jemand sich auch im Plenarsaal verhält. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass natürlich in den Fachausschüssen, da wird Fachpolitik gemacht. Und da ist allerdings diese Bühne weg, zu der die Abgeordneten sprechen können. Von daher glaube ich, ist es da eher, dass man sich auf die Inhalte konzentriert. Wobei ich sagen muss, wie die AfD auftritt, das wird ja auch in der Fraktion besprochen und das ist ja auch eine Fraktionslinie. Und auch diejenigen, die sich vielleicht ansonsten auf Fachpolitik konzentrieren, tragen natürlich das Ganze mit, was die AfD nach außen hin für eine Politik betreibt und welche Ziele sie letztendlich verfolgt. Also auch diejenigen, die, sei es mal, eher gemäßigt sind innerhalb der Fraktion, unterstützen auf diese Art und Weise natürlich diejenigen, die dem Flügel angehören, also die ganz klar rechtsextreme faschistische Positionen vertreten, indem sie ihnen einfach den Rücken frei halten. Das ist so meine Einschätzung. Also ich kann Ihnen das auch aus der Perspektive jetzt der jeweils amtierenden Vizepräsidentin sagen, ziemlich am Anfang der Legislaturperiode, also, und das gestehe ich erstmal jedem zu, der auch neu ins Parlament gewählt wird, also auch die Spielregeln für alle erstmal wieder durchschaubar werden mussten, hatte ich so ein Erlebnis. Es war ziemlich spät abends und mir hat unser rentenpolitischer Sprecher jetzt aus der Fraktion Die Linke signalisiert, dass er jetzt gerade einem AfD-Abgeordneten, der offensichtlich für Rente zuständig ist, erklärt hat, dass er und die Linke einverstanden wären, eine Debatte, die für irgendwann nachts um zwei angesetzt war, zur Einbringung eines Antrages der Fraktion Die Linke, dass er bereit wäre, dass die Debattenbeiträge auch zu Protokoll genommen werden, weil die Arbeit an diesem Antrag ja erstmal in den Fachausschüssen stattfinden muss und dann die zweite, dritte Lesung, man das ja alles öffentlich verhandeln könnte. Dieser Abgeordnete wusste gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn die Antragsteller einverstanden sind und dass man dann eben nicht nachts vor sowieso publikumsleeren Rängen spricht, so weit, so gut. Ich präsidierte vor Mitternacht und die Redeliste wurde, wo Redelisten wurden erstellt für die Punkte nach Mitternacht. Und dieser Punkt drückte heran und es kamen keine Meldungen, dass das zu Protokoll geht. Dann habe ich mir den Geschäftsführer dieser Fraktion nach vorn gebeten und habe gesagt, ich höre, dass unter den zuständigen Abgeordneten debattiert wird, diesen Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu nehmen. Wie steht es denn jetzt bei Ihrer Fraktion? Daraufhin erklärte mir dieser Geschäftsführer unmissverständlich, das geht überhaupt nicht, ich brauche das Video, das ist unser Geschäftsmodell. Und genauso funktioniert es auch. Diese Fraktion streamt ihre Reden mit ihren Kommentaren, aber konfrontiert sich nicht mit der Gegenrede oder den Reden davor und mit der Debatte, sondern es geht darum, über die vorbereitete Rede mit diesen Botschaften in die eigene, sage ich mal, Blase zu kommen, beziehungsweise diese auch entsprechend zu verbreitern. Ist die Erfahrung der vergangenen nun fast 4 Jahre. So, ich mache mal weiter mit so viel Marx, einfach damit wir auch jetzt gegebenenfalls uns jetzt auch stimmungsmäßig ein bisschen auch in die Zukunft orientieren können. Wobei diese Episode spielt tatsächlich auch schon im Jahr 2014. So viel Marx. Im Frühjahr 2014 bekam ich Post von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Ich möge als Referentin an einer Veranstaltungsreihe 25 Jahre Mauerfall von der DDR-Historie zur Erfolgsgeschichte der Einheit mitwirken. Als weitere Gesprächspartner dieser Serie sollten unter anderem Hubertus Knabe, damals Direktor der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Marianne Bürtler, ehemalige Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagenbehörde, sowie Markus Meckel, letzter Außenminister der DDR, ihre Sicht darstellen. Ich sagte ab, denn die Absicht der Veranstalter schien mir klar. Das Fragezeichen sollte verschwinden und das Ausrufezeichen erhärtet werden. Sehr simpel, arg brotlos. 3 Wochen später wiederholte die Landeszentrale ihre Anfrage. Ich sagte erneut nein. Doch die Landeszentrale ließ nicht nach.
25 Jahre Mauerfall, von der DDR-Historie zur Erfolgsgeschichte der Einheit, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das sei nun die neue Oberüberschrift, schrieb sie. Mein Thema könnte ich natürlich selbst bestimmen. Nun sagte ich zu. Links sein im 21. Jahrhundert nannte ich mein Angebot. Denn diese Frage beschäftigt mich schon länger. Und so fuhr ich im November 2014 in den Südwesten nach Freiburg. Was ich wollte, das wusste ich wohl. Aber was erwarteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Abends? Und wen könnte das Thema überhaupt interessieren? Als ich in den Vorlesungssaal der Uni kam, war ich überrascht. Die örtliche Presse schrieb von 200 Anwesenden, die meisten wohl Studentinnen und Studenten. Zwei Dutzend waren aber auch reiferen Alters, womöglich auf der Sinnsuche nach ihrem dritten linken Leben. Es war ein bewegter Abend. Es ging nicht um unsägliches linker Vergangenheit, sondern um eine soziale, gerechte und friedfertige Zukunft, die offenbar nicht nur mir auf der Seele brennt. In einem neuen Jahrhundert, einem entscheidenden. Nach meinem Vortrag meinte der Moderator des Abends, so viel Karl Marx gab es in dieser Aula lange nicht. Danke, Frau Pau. Sie können den Vortrag Links sein im 21. Jahrhundert noch mehrfach überarbeitet und aktualisiert auch nachlesen. Es gibt ihn gedruckt. Ich schaue nachher gleich noch mal, ob ich noch ein paar Broschürchen, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung freundlicherweise herausgegeben hat, noch in der Tasche habe. Aber sie ist auch im Internet, sowohl auf den Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung als auch auf meiner Webseite www.petrapau.de als ausdrückliches Diskussionsangebot abrufbar und ist außerdem das Startvideo auf meinem YouTube-Kanal Petra Pau News, dann etwas verkürzt, weil 40 Minuten Video, wer guckt sich das schon an? Sondern das soll Lust darauf machen, darüber zu reden, was heißt links sein und linke Politik im 21. Jahrhundert. Dieser Karl Marx stammt nicht aus Freiburg, sondern die Geschichte finden Sie auch. Dieser stammt aus Trier. Ihn bekam ich zum Marx-Jubiläum dort überreicht, nachdem ja, gefühlt die Volksrepublik China die Stadt mal für einen Tag übernommen hatte und uns diesen übergroßen Karl Marx dort schenkte. Aber wie gesagt, diese Episode ist auch nachlesbar. Und ich denke, wir haben damit jetzt durchaus einen Übergang geschaffen, um tatsächlich zur Titelgeschichte von Gott hab sie selig zu kommen und vielleicht noch zwei, drei andere Episoden aus dem neuen Buch, welches gerade erst frisch erschienen ist. So. Das ist wirklich eine gewisse Herausforderung diesmal. Auch noch mal Notizzettel gerade abhanden kommen. 19. Gott hab sie selig. Fassen Sie sich kurz. So hieß die Mahnung seinerzeit an DDR-Telefonzellen. In der Bundesrepublik Deutschland hieß die Werbung damals, ruf doch mal an. Das war in den 1980er Jahren so. In der DDR waren private Telefone Mangelware. Und an öffentlichen Fernsprechern gab es gelegentlich Warteschlangen. In der Bundesrepublik Alt gab es hinreichend Telefone und mit jedem Anruf verdienten die Anbieter. Je mehr, je besser. So erklären sich die unterschiedlichen Botschaften. Inzwischen ist globale Handyzeit. Nahezu alle könnten in Echtzeit weltweit miteinander verbunden sein und dank Smartphone sprechen, hören, sehen. Ist das nicht super? Ein Wunder moderner Technik? Ein unglaublicher zivilisatorischer Fortschritt? Das dachte ich lange, bis zum Mai 2020. Damals grassierte die Corona-Pandemie. Vor persönlichen Kontakten wurde gewarnt.
Treffen und Beratungen fanden vorwiegend digital statt. Hatten Sie schon mal 8 Stunden lang nahezu ununterbrochen Ihr Handy am Ohr? Ich schon. 3 Stunden lang Vorstandssitzung digital. Danach 2 Stunden lang Teamsitzung digital. Anschließend 3 Stunden lang Fraktionssitzung digital. Ins normale Leben zurück brachten mich zwischendurch lediglich 3 Minuten. Ich war auf der Toilette. Offline, naturell, entspannt. Gott hab sie selig. So, wir bleiben noch mal einen Moment beim Thema Corona in unterschiedlicher Weise. Sprühentladung. Wikipedia gilt als basisdemokratisches Webangebot. Ein Portal, das mit jedem professionellen Lexikon mithalten kann, hieße schon vor Jahren. Inzwischen haben die gedruckten Alleswisser den digitalen Wettlauf mit Wikipedia verloren. Aber das nur vorweg und nebenbei. Im März 2020 war Corona das alles überschattende Wort. Damit war nicht die mexikanische Biersorte gemeint, auch nicht die Heilige im einstigen Ägypten, ebenso wenig der gleichnamige Defa-Film anno 1948. Wobei sich bei ihm gewisse Analogien zur aktuellen Corona-Krise durchaus anbieten. Deutschland lag damals nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern, im Wort und im weiteren Sinne. 2 drängende Fragen hießen: Wie kommt man zur Normalität und was sollte eigentlich künftig als normal gelten? Nun beschreibt Corona ein Virus und eine Epidemie bislang kaum gekannten Ausmaßes. Und plötzlich wurden Berufe als lebenswichtig und systemrelevant geadelt, die bis dato kaum der Rede wert waren. Pflegerinnen und Pfleger, Polizistinnen und Polizisten, Verkäuferinnen und Verkäufer und etliche andere mehr. Nun wurden sie allenthalben gelobt und gewürdigt, wofür sie sich allerdings 0, nichts kaufen können. Von ihren zumeist Minilöhnen und Gehältern allerdings auch nicht viel mehr, vor Corona nicht und seither ebenso wenig. So viel Aufschwung nennt man wohl positiv formuliert stabile Seitenlage. In Zeiten der Not werden vor allem große Unternehmen staatlich mit hunderten Milliarden Euro gestützt. Zugleich nimmt die Arbeitslosigkeit rasant zu. Kleine Unternehmen und Selbstständige stürzen existenziell ab. Warum fällt mir dazu Bertolt Brecht ein? Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Doch als Reaktion der Politik auf Corona gab es auch Neues. Ausgehbeschränkungen wurden angewiesen, Atemschutzmasken dringend empfohlen, vorausgesetzt, es waren solche vorrätig. Aber das regelt bekanntlich der Markt, wie er ohnehin nahezu alles regelt, oder? Beispiel: Vor der Krise kostete ein Mundschutz ca. 1 Euro. Dank Corona alsbald 14 Euro und mehr. Es geht also aufwärts. Apropos Masken. Deutschland hat in der Not einen umfangreichen Posten in China geordert. Die USA fingen die Ladung ab und leiteten sie aus Eigennutzflugs zu sich um, war zu lesen. Man stelle sich vor, Russland hätte sich eine derartige Piraterie geleistet. Die NATO wäre längst in den Angriffsmodus befohlen worden. Wir können erneut lernen. Alles ist irgendwie Ansichtssache. Das Gesundheitssystem stieß ob Corona auch hierzulande schnell an seine Grenzen. Vordem war es über Jahre hinweg ausgedünnt und vielfach privatisiert worden. Auf dem Land noch spürbarer als in großen Städten. Frei nach dem kapitalen Motto: Alles muss sich rechnen oder es zählt halt nichts. Unverlässlich, wie bei allen vermeintlichen Krisen,
traten auch jene Law-and-Order-Politiker wieder fordernd auf den Plan, die gern persönliche Daten horten und Bewegungsprofile erstellen wollen. Diesmal via Smartphone als Überwachungshelfer namens der Volksgesundheit, was obendrein kostengünstig wäre. Denn Bürgerinnen und Bürger zahlten schließlich alles selbst, die Geräte ebenso wie die Gebühren. Ja, Corona ist mehr als ein Virus, das Atemwegserkrankungen auslöst. Wie unter einem Brennglas wurde erhellt, woran die Gesellschaft systematisch krankt, was grundsätzlich im Argen liegt. Corona ist auch, nun wieder Zitat Wikipedia, eine Sprühentladung. Sprechen wir darüber. Ja, und noch eine Geschichte, die ich auch vergangenes Jahr schon aufgeschrieben habe, die aber gut zum gestern zu Ende gegangenen Fußballereignis passt, weil ich habe das Gefühl, hat sich nicht viel geändert. Logisch. 1,50 Meter Abstand halten mindestens. Das ist ein Gebot, um in Corona-Zeiten die Ansteckungsgefahr zu mindern. Diese vorsorglichen Regeln gelten allüberall. Es sei denn, man ist Erntehelfer aus Rumänien oder Bulgarien. Die wurden flugs zu Hunderten in Flugzeuge, Züge und Busse gefercht und hierher gebracht, wo sie nachts im Dutzend auf engstem Raum kampieren, damit sie tags darauf für Minilöhne deutschen Spargel stechen. Noch schlimmer ergeht es Geflüchteten in griechischen Lagern. Im März 2020 saßen dort allein auf den Inseln 40.000 Menschen fest. Dicht bei dicht, ohne medizinische Grundversorgung. Aber es reift Erbarmen. 7 EU-Staaten erklärten sich bereit, Flüchtlinge, insbesondere unbegleitete Kinder, aufzunehmen. Allein Deutschland öffnete sich für sagenhafte 50. Aber nicht nur für die Ärmsten der Armen gelten Ausnahmen, auch für Profikicker der Bundesliga. Wochenlang ruhte der Spielbetrieb. Dann rollte der Ball wieder, bei Geisterspielen ohne Zuschauer. Also konsequente Manndeckung mit 1,50 Meter Abstand. Die Deutsche Fußballliga muss dabei strengste hygienische Voraussetzungen durchsetzen, heißt es. Dazu gehören Corona-Tests für alle Beteiligten, für Spieler, Trainer, Betreiber, Schiedsrichter, Platzwarte, Polizisten und so weiter. Ständige Tests, wofür die aktuellen Kapazitäten nicht einmal für das medizinische Personal in Krankenhäusern reichten. Ja, alles hat seinen Preis. Man muss nur Prioritäten setzen, oder? Ja, das fiel mir alles wieder ein in den letzten Tagen oder in den letzten Abenden. Und ich hoffe, wir zahlen keine schlimme Rechnung für das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. Ja, ich wollte Ihnen Lust machen auf die gottlose Type. Diejenigen, die hier heute im Raum sein dürfen und können, können Sie nachher auch noch erwerben. Ich kann Sie auch noch entsprechend signieren. Leider ist die schlechte Botschaft, dass im Buchhandel die gottlose Type ausverkauft ist. Sie ist nur noch antiquarisch zu haben, aber ich habe noch einen gewissen Vorrat und würde einerseits mit Andi Wagen erklären, ob wir für eventuell Interessierte, die heute hier nicht teilnehmen konnten aus der Umgebung, einige Bücher in seinem Wahlkreisbüro hinterlegen, so dass man sie dort gegebenenfalls erwerben kann. Und ansonsten schreiben Sie mir einfach eine E-Mail und dann finden wir einen Weg, wie Sie auch noch zur gottlosen Type kommen. Beim Thema Gott hab Sie selig, bitte ich Sie, kaufen Sie, wenn Sie Interesse haben, dieses Buch bei Ihrem örtlichen Buchhändler. Manch einer kann das inzwischen auch online erledigen oder machen Sie es direkt. Aber werfen Sie es nicht den Konzernen in den Hals, die an Corona sich noch reicher verdient haben und immer noch keine Steuern zahlen. Das muss wirklich nicht sein, sondern die Buchhändler haben es verdient, dass auch das Lebensmittelbuch, damit meine ich nicht nur meins, sondern überhaupt Bücher, entsprechend erworben wird und dass sie auch entsprechend damit umgehen können. Ja, weil wir vorhin gerade beim Thema
waren auch Freundschaften in der Politik. Vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück in meine persönliche politische Geschichte, aber auch manches mehr. Als letzter Appetitmacher auf Gott, hab sie selig. Drei Gläser Wein. Die Bitte kam Anfang September 2018 per E-Mail. Ihr Absender, das Magazin Focus. Frau Pau, Sie haben mit dem verstorbenen Elmar Piroth Wahlkampf gemacht und ihn so möglicherweise kennengelernt. Ich würde Sie gern als Autorin für einen kurzen Nachruf gewinnen. Das hätte einen besonderen Charme, hieß es weiter, wenn nicht die üblichen Verdächtigen aus der Berliner CDU schrieben, sondern eine Vertreterin der Linken. Wohl wahr, dachte ich. Denn Elmar Piroth war Mitglied der CDU und etliche Jahre auch als Berliner Finanzsenator tätig. Mithin also ein Gegner linker Politik. Vordem hatte er einen hohen Posten in der Treuhandanstalt inne, die das einstige Volkseigentum der DDR skrupellos verscherbelte und etwaige Ostkonkurrenz für Westkonzerne zerschlagen hatte. Er war also ein rotes Tuch für die meisten Ossis. Und dann gab es noch Gerüchte um ihn als Weinhändler. Aber auch die taugten nicht für einen Nachruf. Und so erinnerte ich an eine andere Episode. 1994, lang, lang ist es her, erfand der damalige Generalsekretär der CDU, Pfarrer Hinze, seine Rote Sockenkampagne. Mit ihr sollte die damalige PDS ins Abseits gestellt und jeder Umgang mit ihr verabscheut werden. Ich mochte seine dumme Arroganz, denn dadurch gewann die PDS Aufmerksamkeit und Zuspruch. Im Jahr darauf fügte es sich, dass Elmar Piroth und ich in Hellersdorf bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gegeneinander antraten. Er für die CDU, ich für die PDS. Zum Abschluss gab es eine prall besuchte Podiumsdiskussion, moderiert vom damaligen Herausgeber der Berliner Zeitung, Erich Böhme. Wir saßen beide auf einem roten Sofa, Seit an Seit. Und die anwesenden Journalisten staunten nicht schlecht. Wir fetzten oder überschrien uns nämlich nicht, wie es heute in Talkshows Usus ist. Wir stritten in der Sache, mit Argumenten. Hernach begossen wir unseren gemeinsamen Abend noch bei einem Glas Wein. Nein, bei drei Gläsern, jeder seins. Böhme, Pau und Piroth. Das war übrigens damals bundesweit die allererste Veranstaltung, auf der ein CDU-Politiker und eine PDS-Politikerin miteinander über Programmatik und Politik stritten. Elmar Piroth kriegte Ärger in seiner Partei. Mit den Kommunisten redet man nicht, weil es lief ja noch die Rote Sockenkampagne. Und ich kriegte auch ein bisschen Ärger in meiner Partei. Mit dem Klassenfeind redet man nicht. Das ist natürlich alles Unsinn. Man muss auch gerade um Positionen und demokratische Positionen streiten. Und das ist auch seitdem wirklich mein Motto. Da, wo Streit notwendig ist, hart in der Sache auch. Wir sind aus guten Gründen in unterschiedlichen Parteien organisiert, haben unterschiedliche Zugänge zu vielen Themen, aber niemals persönlich verletzend oder den anderen herabwürdigend. So, dass man dann auch hinterher glaubwürdig, wenn man zu gemeinsamen Positionen kommt, und das kommt auch öfter vor, nach meiner Erfahrung, diese dann auch glaubwürdig vertreten kann und nicht nur um des Kampfes willen und der Auseinandersetzung willen dann diese Auseinandersetzung fortsetzt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich sehr bald auch zu Ihnen, ich spreche jetzt mal auch diejenigen an, die uns hier jetzt mit zusehen, direkt wiederkommen kann, vielleicht auch hierher gelegentlich wieder in die Kulturbühne mit einem entsprechenden Lesungs- und Diskussionsangebot. Ich weiß nicht, wie Sie es halten. Ich habe mir vorgenommen, für viele Veranstaltungen, die ich jetzt in diesem bemerkenswerten zurückliegenden Jahr gezwungenermaßen digital nur machen konnte, ob es das Unternehmerfrühstück war oder meine Gesprächsreihe einer trage des anderen Last, dass ich versuche, in die Zeit, wo es wieder anders geht und direkt geht, etwas hinüber zu retten, so dass zumindest diejenigen, die nicht am Ort sein können, hybrid, wie es Neudeutsch heißt, auch daran teilnehmen können und vielleicht mehr Menschen.
auf diese Art und Weise diese Angebote wahrnehmen können. Ich danke für Ihren Besuch, für Ihre Aufmerksamkeit und auch für das Verfolgen der Lesung und hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, vielen Dank, Petra, für den Einblick, wie du in den Bundestag gekommen bist, wie du zur Vize-Bundestagspräsidentin geworden bist, für die nachdenklichen Worte und auch für die optimistischen Worte. Als Linker sage ich immer, sind wir Optimisten, weil es geht darum, dass wir die Welt ein Stück gerechter, ein Stück friedlicher machen. Und das geht bloß mit Optimismus. Was mich interessieren wird, ich muss sagen, ich habe ja das Vergnügen und die Ehre gehabt, als Schriftführer immer wieder auch neben dir Platz im Präsidium zu nehmen, mal links als Schriftführer, wo ich dir dann die Redeliste erstellt habe und du hast sie genehmigt, wenn ich alles richtig schön und sauber geschrieben habe, oder rechts und habe dann die Redezeit von den Abgeordneten, die geredet haben, dann protokolliert. Und ich habe einmal habe ich erlebt, wo ich als Schriftführer im Präsidium gesessen bin, dass die große Glocke, die da vorne steht, genutzt wird. Und zwar muss ich dazu sagen, eine kleine Anekdote. Ich war gerade dabei und habe die Redezeit dokumentiert. Und dann war mal wieder Lärm rechts vorne, wie man es halt so gewohnt ist. Und dann hat die Kollegin Vizepräsidentin Claudia Roth diese Glocke genommen und hat die halt ziemlich heftig so gegen neben meinem Ohr. Und ich bin ziemlich erschrocken. Und mich würde einfach mal interessieren, weil ich habe es ansonsten sehr selten erlebt, dass diese Glocke überhaupt genutzt wird oder genutzt worden ist. Hast du die Glocke schon genutzt und wie oft? Also vor 2017 ganze zweimal. Da einmal vor einer namentlichen Abstimmung, als schon fast alle Abgeordneten im Raume waren und einfach der Lärmpegel schon so hoch war, dass ich einfach mal, übrigens für einen jungen Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der seine erste Rede halten sollte in diesen Lärm hinein, erstmal für Ordnung und für Ruhe gesorgt habe und den damaligen Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion, Volker Kauder, der auch seinem Neuling da im Parlament den Rücken zuwendete irgendwie, auf seinen Platz gezwungen habe und ihn gefragt habe, sie wollten doch ganz bestimmt nicht die allererste Rede des Kollegen L. verpassen, sondern haben das nur... Und einmal auch wegen so einer Geschichte. Jetzt in dieser Legislatur ist es tatsächlich viermal dokumentiert und hat tatsächlich im Allgemeinen etwas mit der ganz rechten Seite zu tun. Entweder einer Abgeordneten, die dadurch auffällt, dass sie, wenn sie im Raum ist und nicht gerade selbst redet, vor allen Dingen Zwischenrufe dazwischen kreischt, im Wortsinne. Oder aber eben, weil es unerträglich ist, dass wenn beispielsweise weibliche Kolleginnen aus den anderen Fraktionen ans Pult treten, demonstrativ, nicht nur der Lärmpegel, sondern auch die Missachtung und Verachtung aus diesen Reihen dort anschwillt, sodass man einfach auch mal mit dieser Glocke auch darauf aufmerksam macht, das ist jetzt ein Vorgang, der wird nicht toleriert. Also mal jenseits der Frage, ob man dann eine Ordnungsmaßnahme ausspricht oder nicht. Aber einfach alle darauf aufmerksam machen, was ist hier und wie geht auch ihr, also ich meine damit auch ihr da ganz links oder in der Mitte, damit um oder wehrt ihr euch nicht auch dagegen, dass diese eine Fraktion hier die Abläufe in dieser Weise versucht zu chaotisieren? Auch das kommt mit dazu. Ja, dass ich nach der Glocke gefragt habe, hat natürlich auch seinen Grund. Also nicht nur, dass es mich interessiert hat, sondern ich habe hier auch eine Glocke. Okay. Das ist eine Kuhglocke. Ein ja, bayerische. Was sollen wir sonst in Bayern wieder fahren? Und wir haben uns gedacht, also wir wollen ja, dass du den Wahlkreis wieder gewinnst und dass die Linke zweistellig in den Bundestag einzieht.
das ist ja das Ziel, zweistellig. Mhm. Und wenn man im Wahlkampf unterwegs ist, dann gibt es vielleicht auch mal die einen oder anderen, die da irgendwie nicht ruhig sind oder so. Und dann könntest du, wenn du meinst, die Glocke schwingen. Okay, ich nehm das nicht gern. Laut. Nicht so laut. Ja, machen wir jetzt nicht hier, ja? Oder, ja. Oder doch. Nee, das geht jetzt nicht, weil sie eingepackt ist, glaube ich. Das ist schwer. Ist ja eingepackt, jetzt nicht lösbar, aber ich werde sie benutzen, versprochen. Herzlichen Dank. Und Blumen für dich und nochmal. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und viel Erfolg bei allem, was du anpackst. Ja, ich denke, wir hören und sehen uns wieder. Nicht nur in den noch folgenden Bundestagssitzungen im September, sondern auch dann du als der außerparlamentarische Arm der Linken. Aber ich glaube, du wolltest da noch was. Genau, und jetzt habe ich noch das Vergnügen und die Freude, aus diesem Zylinder drei Lose zu ziehen. Ich habe es vorher schon gesagt, die Kulturbühne Hinterhalt wird 30. Und diese drei Lose, die ich ziehe, die haben Karten gewonnen für Peter Schneider und Sir Oliver Melly am 16.07. hier in der Kulturbühne Hinterhalt. Und zwar Herbert Link aus Augsburg, zwei Plätze. Dietmar Freitsmiedl aus München, zwei Plätze. Und Iris Napolz aus Hersching, zwei Plätze. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und für alle, die zuschauen, und auch natürlich hier im Hinterhalt. Schaut's rein in den Livestream, schaut's rein, dass ihr die Veranstaltungen, die jetzt auch wieder live stattfinden können, besucht. Ist ein super Programm und unterstützt die heimische Kultur. Ist auch ganz wichtig. Unterhaltung neben dem Ernst des Lebens ist wichtig. Ja. Dann wünsche ich euch allen einen guten Abend und eine gute Woche. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei der oder bei anderen Gelegenheit wieder. Tschüss.